Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Ocarina of Time. Was steht auf dem Schild? Ich denke, es ist auch irgendwo das Auge der Wahrheit. Nur der, der das Auge besitzt, wird den Schatz vor den Tod. Ah, vor den heißt wahrscheinlich, hier gibt es was im Boden. Ah, hier, das Ding kann ich rausschieben. Das hört sich doch schon mal nach dem Plan an. Ah. Ich glaube, ich muss das dahin stellen, dann über die Dinger springen. Schauen wir mal, dahin kommt man ja hier zurück, da wo man da runterfallen kann. Cool. Ah, ich sehe gerade nichts. Wo ist die Skulptur, ist da meine Frage. Aktion. Nein, ich will hochsteigen. Oder muss ich damit mit durchfahren, dass ich hier durchkomme? Ja, das ist, glaube ich, der Plan. Ich glaube mal, dass das Ding hier durchgefahren ist. Dann schauen wir in dieses Loch hier rein. Ein Herzchen. Hier gibt es irgendwie mehr Herzchen als in den anderen Tempeln. Auge der Wahrheit gibt es sowas. Au. Okay, irgendwo wird es ja aber noch was geben, weil der irgendwie so gesagt hat, dass man hier mit dem Auge der Wahrheit irgendwas machen soll. Okay, das könnte jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen wehtun. Okay, da das andere da oben schon liegt, dann ziehe ich das einfach mal mit da durch. Ah, hier gibt es einen kleinen Eingang. Was gibt es da? Ach, nur die Skulptur. Alter, die haben mir ernsthaft Schaden gemacht. Die Skulptur haben mir Schaden gemacht. Gibt's ja nicht. Oh. Nimm ja meinen Greifhaken. Und versuch's damit. Ich habe keine Ahnung, was mich übrigens als Endgegner erwartet und ich habe jetzt schon Angst. Du hast eine goldene Skulltula zerstört. Dafür hältst du ein Skulltula-Symbol. Nice. Den nehme ich natürlich gerne. Ja, okay, auf der anderen Seite kann man auch noch ran. Da ist ein Schlüssel. Beide. Danke für nichts. Vielleicht brauche ich den Block hier hinten für irgendwas. Keine Ahnung, ich habe es jetzt einfach mit durchgezogen. Okay. Hey, ich komme da echt hoch. Ah, da sind Dingsies. Hii. Oh, ich hoffe, das ist nicht irgendwas auf Zeit. Nee. Nice, 5 Rubine. Ich dachte, jetzt gibt es einen Schlüssel. Nee. Da hinten ist die andere. So, einmal dahin. Ich weiß nicht, was das mit der Auge der Wahrheit zu tun hat. Ich habe den Schlüssel. Ja, geil. Und ich habe einfach 3 Schatztruhen hier ausgeräumt. Das heißt, dass hier voll viele Schatztruhen einfach umsonst sind und dass du halt alle ausprobieren musst, wahrscheinlich. Du checken kannst, ob die gut oder schlecht sind. Okay, ich spring trotzdem auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo lande ich jetzt? Ah, gut, am Anfang des Raums. Das ist kacke. Wo ist mein Block? Muss ich ihn da wieder rausziehen? Ja. Gut. Schauen wir mal kurz auf die Map, was es hier noch alles gibt. Das ist vielleicht nicht schlecht. Müssen hier mal überblicken, was geht und was nicht geht. Okay, wir sind jetzt unten in den Raum und da gibt es absolut nichts, aber ich möchte eigentlich gerne nach da hinten. Vielleicht ist da nämlich noch irgendwas. Ich bin mir zwar nicht sicher. Okay, da wird wahrscheinlich nur der Endboss sein. Okay. Ich finde das... Also irgendwie, keine Ahnung. Ein Schattentempel finde ich im Moment so... Naja. Also es gab schönere Tempel. Der Goron-Tempel war zum Beispiel auch ein sehr schöner Tempel. Und es gibt halt Kacktempel wie den Waldtempel. Also wie gesagt, ich finde ja den Waldtempel als den schlimmsten Tempel überhaupt. So, da kann ich jetzt einmal durchmarschieren. Auge der Wahrheit, gibt es hier irgendwas hinten? Oder ist es eigentlich voll unnötig gewesen, dass ich da jetzt nochmal zurückgelaufen bin? Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich meine, ich habe einen Schlüssel. Das ist ja schon mal was. Oh, da ist das Teil.
Okay, wo muss ich jetzt hin? Ich muss noch da drüben irgendwie kommen. Ich denke mal, ich brauche meine Kleidstiefel. Okay, ja, ich muss noch da hinten oben irgendwie kommen, aber keine Ahnung wie. Das ist ja hier eben irgendwie mein Motto. Okay, ich muss noch da, aber keine Ahnung, wie ich da überhaupt hinkomme. Nein! Ich hasse diese Schuhe und diese Viecher. Wenigstens spawne ich hier und nicht wieder am anderen Ende. Das ist schon mal was. Okay, ich glaube, ich brauche diese Schuhe hier einfach nicht, weil ich da hinten durch muss. Leiten muss ich wahrscheinlich erst von anders. Ich renne mal einfach hier in der mittleren Schiene durch. Okay, jetzt muss ich da wahrscheinlich rüber. Ich hoffe, hier sind einfach keine Hände an der Wand, die mich holen. Das wäre sehr kacke. Okay, und hier muss ich jetzt wahrscheinlich mit meinen Kleidstiefel durch. Einfach ist nichts zu springen, erscheint mir. Oh, das sind Plattformen. Ich glaube, ich renne da sogar mit Auge, Auge der Wahrheit durch. Einfach, dass ich sehe, wo ich hin muss. Okay. Wow. Okay, ich stelle mich mal so hin und wenn es jetzt wieder losfährt, dann renne ich los. Wow. Okay, ich bin durch. Puh. Ich glaube, ich stelle mich gar nicht so blöd an. Bleh, Zombies. Also erstmal Taglied. Also ein Lied der Hymne der Sonne, aber ich nenne es einfach mal Tag- und Nachtlied wie in Wind Waker. Weil so ein Wind Waker-Fan. Wind Waker war echt ein schönes Zelda, da kann man nichts sagen. Okay, da muss ich mich dann wahrscheinlich langhangeln. Beziehungsweise gibt es da wohl Dinge auf dem Boden, habe ich gerade schon gemerkt. Ah, da gibt es auch eine Schatztruhe. Das gibt es bestimmt was Cooles drin. Also ich habe keine Ahnung, ob das okay ist, dass die Zombies einfach so da liegen bleiben. Macht mir ein bisschen Sorgen. Und Rubine. Cool. Da muss ich mich jetzt wahrscheinlich genauso. Ach du heilige Scheiße. Ich darf diese Kleidstiefel hier definitiv nicht ausziehen. Okay, ich muss wahrscheinlich in einer Linie mit denen noch im Blut sein, dass ich den hole. Und ich muss mich einfach da entlanghangeln. Und wenn ich da runterfalle, dann krieg ich den. Ach du heilige Scheiße. Gut, dass ich die Gleitstiefel anhab. Okay, den halt schon mal. Gibt es vielleicht an der Decke irgendwo was? Nein. Können wir den so holen? Nein. Au! Okay, da ist ein Band. Cool. Da sind Stacheln. Da ist eine Wand. Wie komme ich da hoch zu der Wand? Okay, sehe ich hier noch irgendwo was? Nein. Wie komme ich da hoch? Da kann ich mich irgendwie da hochziehen und dafür gibt es irgendwas. Da ist ja nirgendwo mehr was zum Hochziehen, oder? Was ist das schon wieder für ein verkacktes Rätsel? Wenn ich mich vielleicht in der Linie da hochziehe. Nee, das hilft mir nichts. Ich muss mich dann von da oben hochziehen. Aber wie komme ich da hoch? Was habe ich für Items? Hammer bringt mir nichts. Die Deko, das bringt mir alles nichts. Ist hier hinten noch irgendwas? Okay, ich muss da irgendwie hochkommen. Die Frage ist halt wirklich, wie? Jetzt muss ich mich da wirklich ziehen. Von der anderen Seite aus einmal durch den kompletten Raum mit den Enterhaken. Jetzt haben auch die Stacheln am Boden irgendwas zu bedeuten. Okay, da ist das Ding, das kann ich mir nicht so holen. Bin gerade ein bisschen ratlos, um ehrlich zu sein. Weiß auch nicht, wie ich da hochkomme. Haben die Stacheln am Boden vielleicht irgendwas zu bedeuten? Das sind die einfach nur so random, ja. Vielleicht kann ich mich da hochstellen. Stehe ich jetzt höher?
Okay, so kriege ich einfach nur Schaden. Hä? Okay, das erste Mal, wo ich wirklich null Plan habe in den Tempel. Ich ziehe mich halt so dumm von unten hoch. Ich müsste in einer Linie mit diesen Dings da sein, aber bin ich hier nicht. Bin ja wo ganz woanders. Hä, wie komme ich denn da hoch? Doch hier, wie komme ich da hoch? Bin gerade ziemlich verzweifelt. What the hell, wie komme ich da hoch? Bin ich da irgendwie hochziehen? Das ist gerade irgendwie was, wahrscheinlich was voll einfach ist, weil ich das nicht checke. Und das hat bestimmt irgendwas mit den Stacheln am Boden zu tun. Muss ich vielleicht mal an der Wand hier das Auge einsetzen und schauen, ob hier irgendwas ist? Nee, nee, nee. Also hier ist halt diese Erhöhung. Aber wie komme ich da hoch? Was habe ich als für Items? Bomben werden mir nichts bringen. Das wird mir genauso wenig was bringen. Okay, ich muss aber hier weiter. Ich komme da oben aber eh nicht weiter. Das hat Navi. Gibt ihr uns einen sinnvollen Tipp? Dicke Eisenstangen blockieren die Tür für den Weg, der Nüsse zu öffnen. Schön, aber ich komme da oben ja eh nicht weiter. Gibt es hier noch irgendwo einen Schlüssel, mit dem ich gerade nicht rechne? Ich glaube, ich muss erstmal in diesen Raum hier. Oder? Also keine Ahnung, ich muss ja hier weiter, aber hier kriege ich ja keinen Schlüssel. Das heißt, ich bin wahrscheinlich falsch. Ich muss hier nochmal zurück zu den anderen Raum. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, Auge, das war der Wahrheit. So, jetzt muss ich da wahrscheinlich wieder hoch. Zieh mal die Gleitstiefel aus, ansonsten verpatze ich hier alles. So, jetzt Gleitstiefel und dann versuchen wir wieder hochzukommen. Was? Warum hält er sich da nicht fest? Ich darf den ganzen Weg nochmal laufen. Na toll, nur weil Link mal wieder zu blöd ist, sich festzuhalten. Wow. Ich dachte einfach so, was, ich schwebe. Okay, das wieder ausziehen. Ich werde das im Verzweifeln noch in diesem Tempel. Der ist gerade echt auf Waldtempel-Niveau. Hier gibt es so viele Räume und Kisten und es ist so undurchsichtig irgendwie, wo man hin muss. Warum hält er sich verdammt nochmal da nicht fest? Ich verstehe es nicht. Mache ich da irgendwas falsch? So, jetzt. Oh. Ich denke halt dann auch nicht, ich mache irgendwas falsch, aber ich weiß halt auch nicht was. Oder muss ich hier hoch und dann von hier aus springen? Oh,
Boah, ich hoffe, er rutscht jetzt nicht, wenn ich diese scheiß Schuhe anziehe. So, das hat man schon mal. Jetzt muss ich nur noch da wieder rüber. Boah, kannst du bitte deine Kamera gerade stellen? Cool, ich kann mein Schild gar nicht mehr verwenden. Das ist auch cool. Okay, ich muss irgendwie nach da hinten, oder? Wo muss ich genau hin? Sind hier irgendwelche unsichtbaren Plattformen? Ich muss da hinten rechts irgendwie in die Ecke rüber. Ist da was? Ja, das sind Plattformen. Okay, dann würde ich ja für die Leute auf YouTube schnell die Folge beenden und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bei Ocarina of Time. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.